Schön, euch zu sehen. Ja, vielleicht seht ihr mich jetzt gar nicht. Es ist gerade ein bisschen dunkel. Wartet mal. Das machen wir gleich. Auf ganz gemütlich. Geht doch. So, schön wieder da zu sein. Ich muss mich entschuldigen, ich war jetzt 2 Wochen lang komplett blamiert von einer Krankheit. Ich bin selber erst am Sonntag. Am Sonntag ist mir wirklich gar schon gut gegangen. Samstag davor war noch so, aber mittlerweile geht's. Ich war auch gestern schon wieder arbeiten, also von dem her geht's ganz gut, ne? Viel passiert ist nicht, weil was soll passieren? Ich war krank. Ich habe es nur geschafft, dass ich beide anstecke. Sowohl meinen Sohn als auch meine Frau. Meine Frau ist noch immer krank. Mein Sohn, den ist eigentlich nach 5 Tagen schon wieder gut gegangen. Jo, was wir heute herum machen, ist zusammenpacken, weil ich für meine Arbeit heute noch Passfotos mache und nächste Woche auch noch. Und da muss ich ein bisschen mehr zusammenpacken. Beziehungsweise muss ich auch wieder noch einen Hintergrund holen vom Fotostammtisch, weil ich habe mit dem Clubobmann geredet, also ist ja kein Club, deswegen ist er ja auch kein Clubobmann. Fotostammtischobmann. Dementsprechend hole ich mal meinen großen Koffer. So. Und zwar spielen wir, ich packe meinen Koffer. Und zwar mit diesem irrsinnig tollen Gerät, welches ich früher so gut wie immer benutzt habe. 2 Stative für das Hintergrundsystem und dazu gehört auch noch das. Das ist die Stange, die man nachher quasi so auf die Stative draufsetzt, dass ich da nachher nur noch mit Klemmen den Hintergrund drauf geben muss. Für den Blitz. Ja, schaut es mich nicht so an, das braucht man für eine Hochzeit. Ah ja, ganz heißer Tipp. Wenn Sie irgendwo on location fotografiert, ihr habt eure Tasche, euren Rucksack, was auch immer, offen, lasst sie nie so. Weil irgendeiner wird sicher mal beauftragt werden, geh bitte nimm mal die Tasche mit, weil du hast gerade was anderes zu tun. Und was passiert nachher? Er nimmt die Tasche und auf einmal fällt alles raus. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, wird rausfallen. Also entweder zumachen oder offen lassen. So weiß jeder, was zum tun ist. Die Softbox habe ich auch schon ewig und 3000 Mal in meinen Videos erwähnt und gezeigt. Man sieht auch die ganzen Abnutzungen da schon außen. Von der Softbox selber will ich gar nicht reden, aber sie ist einfach das Beste, was ich derzeit an Softboxen habe. Wir sind gerade drauf gekommen, wir sollten eigentlich noch tanken. Ja, jetzt fahren wir mit dem Reserve vom Reservetank zur Tankstelle. Wenn nicht, dann seht ihr mich bald das Auto anschieben. Da hat man es einmal eilig und nachher schleichen alle dahin. Es ist fürchterlich. Auszucken könnte man. Aber bringt ja nichts, deswegen fahren sie auch nicht schneller. So, nach einer gefühlten Ewigkeit sind wir jetzt endlich da in
Kevin haben wir auch schon gesehen. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie über die Straße und dann haben wir es auch schon. Du, weißt du eigentlich, ich glaube, unser Kind ist krank. Mhm. Weißt du auch warum? Er hat sich jetzt freiwillig in seinen Kindersitz reinsetzen wollen. Er hat sich so weit runtergelehnt, dass er in den Kindersitz schon fast reingerutscht ist und hat nicht einmal Mutter mehr gemacht, wie ich ihn reingesetzt habe. Ja, wie oft? Einmal in ein Jahrtausend. Ich sagte, der ist schon müde. Ja, will ich hoffen. Weil ich muss morgen arbeiten und das heißt wiederum um 5 Uhr aufstehen. Und da habe ich es nicht unbedingt gern, wenn unser Junge bis um 10:30 aufbleibt. Das geht natürlich, wenn ich frei habe, aber ja. So, jetzt probiere ich noch aus, wie das mit dem Entkalken da funktioniert. Weil ich tät gern morgen, glaube ich, einen Kaffee in der Früh trinken und das noch zu Hause und nicht in der Arbeit. Wenn ich das vernünftig mache, sollte sich das eigentlich ausgehen. Oder wenn ich die Kaffeemaschine gleich in der Früh einschalte, bevor ich Zähne putzen gehe und alles, dann müsste sich eigentlich ausgehen, dass ich noch einen Kaffee zu Hause trinken könnte. Ja, mach ich ja. Ja, passt. Dann schauen wir sich das Ganze mal an. Also normalerweise trinke ich ja überhaupt keinen Kaffee und schon gar nicht am Abend, aber ich werde das schon verkraften. So, mein Herz wird schon verkraften. Wenn andere den ganzen Tag einen Kaffee trinken, kann ich auch am Abend ein bisschen einen Kaffee trinken. Es ist ja außerdem nicht einmal so die halbe Tasse voll, ja. Ja, und damit sage ich jetzt Prost, guten Abend und wir sehen uns im nächsten Frog.